Hi, mein Name ist Gert Nerings. Ich bin der globale Produktmanager bei Bayern Holland von der CR11 hier auf der Messe. Und ich möchte euch gerne begrüßen und auch mal einen kleinen Rundgang machen, um mal mehr unter die Hauben von der Maschine zu gucken und zu sehen, was da versteckt ist. Hier sind wir beim Hubschrauber Länderplatz und von dort her gibt es diesen Zugang, kann man auflösen, dann geht der hier runter und dann bekommt man eine Art Catwalk, ist alles in Aluminium gefertigt, komplett rundum und man sieht auch mal, wie der ganze, wie soll ich sagen, die Querschnecke oder Zufuhr, wie das alles viel riesiger ist wie heute. Das Rohr ist viel gewächst in Diameter und das bringt Kraftstoffeffizienz. Es gibt mehr Freiheit für das Korn, um frei zu fließen, im Vergleich mit einem engen Rohr, wo man dann mehr Kraft braucht, um der gleiche Menge durch das Rohr zu schieben. Hier sind wir beim klopfenden Herz der CR11. Der Motor, der geht im gleichen Winkel wie die Rotoren, treibt er die Rotoren an und das bringt auch nochmal, wie soll ich sagen, Kraftstoffeffizienz, weil du hast einen Direktantrieb. Der linke Rotor nutzen wir als Antriebswelle für den Zufuhrroller vorne. Einer unserer Ingenieure, der hat vielleicht eine Nacht schlecht geschlafen und hat sich das Gedanke gemacht, wie mache ich das ganze Gutflusskanal zu verbreitern, aber innen in die gleiche Außenbreite. Etwas muss weg. Und dann war das Idee gekommen, ja, wir haben doch den Rotor. Der Rotor, der kann selbst auch eine Antriebswelle-Funktion machen. Und so sind sie darauf gekommen. Erst haben sie mal mit kleinen Versuchen etwas umbasteln gemacht. Und dann sind sie darauf gekommen, dass ja, das bringt Effizienz. Und nicht nur Effizienz. In diesen Weise ist die Zufuhrrolle auch immer synchronisiert von der Geschwindigkeit mit der Rotor. Wenn der Rotor hochschaltet in Geschwindigkeit, geht der Zufuhrrolle auch schneller und andersrum. Bei so einer Entwicklung machen wir sehr viel virtuell. Erstmal, wenn das alles nachgerechnet ist, werden echte Prototypen, Eisenprototypen zusammengeschraubt und geschweißt. Das spart sehr viel Aufwand, aber auch spart auch Zeit. Der Motor fasst 16 Liter, ein Sechszylinder mit 775 PS. Ist der gleiche Motor, mit der gleichen Motorkurve wie der FR87 Feldhäcksler, die wir schon kennen heute. Und von dort ab gehen wir mit zwei CVT-Getriebe, eine zum Rotoren und eine für das Vorsatz und der Einzug. Wir verzichten auf Variator. Wir haben auch keine Antriebsketten mehr bei dieser Maschine. Nur Riemen, Wellen und die zwei CVTs. Und das gibt dann auch mal die Möglichkeit, die ganze Maschine zu automatisieren. Mit diesem System, die Maschine sucht sich die Verstopfung aus, lockert die aus, zieht die durch und innerhalb von 5 bis 10 Minuten kann man wieder dreschen. Oder dass einer seine Kabine verlassen hat. Und da kommt auch noch mal Sicherheit dazu. Heute bei einem Mähdrescher gibt es immer so einen riesen Schlüssel. Und damit muss man dann versuchen,
das alles zu reversieren und wieder rauszuziehen. Einer hat gefunden, nicht nur zu versuchen, das in die umgekehrte Richtung zu drehen, aber mehr zu wackeln. Hin und her und hin und her. Und er hat so gefunden, das lockert sich besser auf. Und dann kann man einfacher ziehen. Und da ist dann der Antriebsingenieur, hat dann die Idee gedacht, ah okay, aber mit einem CVT-Getriebe kannst du das hydraulisch-mechanisch machen. Dann brauchst du denn nicht da vorne immer noch mal mit einem Schlüssel unterwegs zu sein. Aber dann passt das schon von der Maschine heraus, kannst du viel mehr Kraft überbringen. Und so kommt von Idee, kommt dann ein Konzept und kommt ein Prototyp und wird versucht. Und das Ergebnis sehen wir hier. Vielleicht nicht ganz beim Anfang, aber in den letzten Jahren, war in die finale Phase, wenn man einen kompletten Prototyp macht, da sind wir bei den 250, 300 Menschen weltweit, die auf diese Maschine entwickeln. Wir starten immer von der Kunde. Und das ist sehr wichtig dabei. Wir sammeln Kundenbedürfnisse. Und mit diesen Kundenbedürfnissen machen wir so eine Art Lastenheft für unsere Ingenieure. Bauen sie uns eine Maschine, die das und das und das und das kann. Und dann gehen die mit ihren kreativen Lösungen, arbeiten die drauf und dann kommen dann zurück mit Konzepten. Die sagen, ah, wir könnten das so machen, wir könnten das machen, wir könnten das machen. Es ist nicht nur größere und schönere Mähdrescher zu bauen, das muss auch wirtschaftlich sein. Wenn es nicht wirtschaftlich, wenn eine tolle Idee nicht wirtschaftlich ist, dann kommt das auch nicht in der Mähdrescher rein. Der Code ist ganz geheim. Das ist 666, Number of the Beast. In die Kabine gibt es auch noch viele Updates. Zum Beispiel, es sind hier die neue Bildschirme. Es ist das neue Lenkungssystem. Es gibt neue Sitze. Das Wichtigste, man fühlt sich immer noch zu Hause in einem CR. Man wird immer noch diesen ganzen CR-Bedienung erkennen. Und was man hier noch nicht so sieht, in diese Kabine, von dieser Kabine aus, kann man mehr als 10 Handlungen machen, fern, was man heute auf die Maschine manuell machen muss und aussteigen muss. Das kommt jetzt alles in die Kabine rein und wird von hier ab nicht nur bedient, sondern auch automatisiert. Zum Beispiel Umstellen von Schneiden bis Schwattablage. Oder ein anderes größeres Beispiel ist die automatische Reversierung. Das ist vielleicht das größte Vorteil von dieser neuen Maschine, was man von der Kabine aus machen kann. Auf diesen Maschine, diesen Katastrophenschlüssel, davon gibt es keine mehr von an der Maschine. Das wird alles von der Kabine heraus behoben. Die Entwicklung, die ist gestartet in 2014. Man könnte sagen, nach das Weltrekord sind wir schon angefangen mit diesem Projekt. Und das Erste, was man macht, ist Marktstudie. Marktstudie und Kundenbefragung. Das ist sehr, sehr wichtig. Während das ganze Projekt, dass wir Kunden befragen, dass wir Feedback bekommen, Rücksprache bekommen von Kunden, dass wir wieder weiterentwickeln und so. Erst sind wir sofort von diesem Lastenheft. Ich brauche sehr viel mehr Leistung mit viel weniger Verluste. Werden dann Konzepte gemacht. Dann geht man sehr breit. Und dann werden die Konzepte virtuell, aber auch in Laborumständigkeiten, zum Beispiel in Zedelgem haben wir eine Förderband, wo wir auch im Winter arbeiten können, dreschen können. Wir ernten nicht gedroschene Getreide vom Hand. Es wird in eine Klimaanlage-Raum gelagert und im Winter können wir damit Test fahren. Wie gesagt, nur nach diesen virtuellen Simulationen. Das ist der erste Schritt. Aber dann fangen wir so an mit den ersten Komponenten. Zum Beispiel die zwei dickeren Rotoren. Wie groß sollen die Rotoren sein? Wie lang brauchen wir die Rotoren, um die Mehrleistung zu bekommen? Und von dort ab, Konzept geht man sehr breit. Kann man auch
kranke Ideen dazu, aber keine Idee ist krank. Und dann danach muss man dann, wenn man dann sieht, die erste Ergebnisse von den unterschiedlichen Komponenten, wie werden wir diesen tollen Komponenten zusammenarbeiten lassen in eine Maschine, in ein Gesamtkonzept. Ist kein Wi-Fi, sondern ein Radarsymbol. Und das Vorteil der Radartechnologie, der hat die Kapazität, der guckt durch Staub und sieht Strohpartikel in die Staubwolke. Hinter der Maschine, was man von der Kabine heraus sieht oder mit einer Kamera filmen kann, das ist nur Staub. So, man weiß nur, wenn man wiederkommt in den nächsten Arbeitsgang, was man geleistet hat. Ob das Zeug wirklich über die ganze Breite verteilt würde. Es ist zu spät. Der Radar, der guckt in Echtzeit nach das fliegende Material und sieht, wo es landet. Und da gehen wir von offenen Regelkreis zu geschlossenen Regelkreis. Der hat das exakte Bild und stellt je nach Schwenkungen links und rechts, dass die Verteilung gut oder nicht gut ist. In die Kundenphase, wir waren in Kanada unterwegs mit der Kunde, mit 50 Fuß Schneidweg. Ja, und wie funktioniert alles? Ja, das funktioniert tadellos. Die Häckselgutverteilung, der sieht so toll aus. Habe ich gesagt, da haben Sie mal geguckt ins Bildschirm für das IntelliSpread, sind die Radar an. Sagt er dann, ja, welcher Radar denn? Und der wusste noch nicht, dass dieses System drauf war und dass dieses System an war. Und das sind wirklich tolle Kundenlösungen, wobei der Kunde nicht eine halbe Professor sein muss, aber dass das für ihn wirtschaftlich nochmal, dass es einfach und wirtschaftlich arbeitet. Und das sind die besten Lösungen. Wie macht man so, dass ein Gigamähdrescher kaum mehr Gewicht auf den Boden bringt, wie der heutige, mit so viel mehr Leistung? Guck mal hier rein, ein Beispiel, der Spannarm hier. Normalerweise ist es ein geschweißtes Stück, Eisenstück. Hier gehen wir mit Finite Element Method, das heißt Topo Design, ist eine Simulationsberechnungsmethode. Nur gibt man nur die Stützpunkte und die Kräfte, die übertragen müssen. Und der rechnet, iteriert immer wieder. Der rechnet, stellt vor, rechnet wieder und final kommt er zu diesen komischen Formen, die man hier sieht. Aber das Gewichtsersparnis ist riesig. Auf diesen Spanarm zum Beispiel, der wiegt nur 20%, so das gibt es 80% Ersparnis mit seinen eisengeschweißten Gegenhängen. Das sind eigene Entwicklungen, die wir bei uns in Zelegem in die Zentrale entwickelt haben. Und das ist eine neue Berechnungsmethode oder Entwicklungsmethode. Es gibt viele von diesen Beispielen überall in der Mähdresche versteckt. Und das bringt dann insgesamt auch noch mit anderen Maßnahmen, dass die Maschine kaum mehr wiegt wie der heutige. Hier siehst du den Rotor, der Dreschrotor. Und da hat einer eine Idee gehabt, ob es nachts war, ob in einer Kneipe, das kann ich dir nicht erzählen. Das muss er selbst mal machen. Wieso nutzen wir das nicht, um vorne die Zuführrolle anzutreiben? Da können wir alle Antriebe hier auf diese Seite wegnehmen. Spart Platz. Wir können das Ganze gut fürs Kanal verbreitern, immer noch in der gleichen Außenbreite. Und das ist, was man hier sieht, ist, was davon gekommen ist. Wir nutzen den linken Rotor als Welle, sag mal, nicht nur als Dreschelement, aber auch als Welle für den Antrieb vorne. Alright, vielen Dank alle, das war unsere kurze Tour. Wir werden uns hier verabschieden. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht, Sie haben etwas gelernt. Und vielleicht treffen wir uns irgendwann während der Ernte in einer unserer Felder, weil da ist das Wichtigste, was noch passieren wird.